Hallöchen, Puppüchen, willkommen zurück zum Let's Play auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder A Plague Tale Innocent. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, hat der hier... Der hat irgendwie nichts angezeigt, ne? Ja, okay. Ich weiß, du führst gern, aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Ich bin es, verdammt. Lass ihn durch. Anu. Selbst die aasfressenden Ratten. So, nur damit ihr seht, was ich gemacht habe, denn das wird mein Thumbnail für die Folge. Ich nicht. Ich hatte Hilfe. Tja, sieh an. Ich mag die neue Crew. Das sind Amicia und Hugo. Der Bruder hat Potenzial. Die Schwester muss doch gezähmt werden. Trau dich nur. Tja. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir. Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach Lacuna. Bitte stell keine Fragen. Es ist vorbei, Anu. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken. Und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönn mir eine Pause. Was soll's? Allerdings. Was? Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Gut. Übrigens, des Grafens Armee hat mein Boot trockengelegt. Oh, der Ruf der See, ja. Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf, dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja, gehen wir. So, du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besaufen. So wie immer. Okay. Das ging erstaunlich einfach. Ganz schön doll. Ja, wohl ein hitziger Winter. Seht ihr das Licht? Das ist der Leuchtturm vom Fischerdorf. Dort liegt Sophias Boot. Fahren wir wirklich bei dem Wetter zur See? Wer seid ihr? Kommt verdammt! Bleib hier! Was machst du da? Hey. Jetzt hast du es geschafft. Da kommt noch einer. Ja und? Den knöpfe ich mir vor. Auf dein Signal. Du befiehlst, ich gehorche. Oh Gott. Schon wieder? Da steckt. Hey, stehen bleiben! Gehört ganz dir, Anno. Ja! Nun, du nicht. Dein Ende. Alter Schwede. Gut gemacht. Ich kann's sehen. Das sehe ich. Ja, dezent. Okay, jetzt wollen wir den Trümmer dabei haben. Ja, ich mach das.
Okay. I like that. Brauchst ja gar nichts mehr machen. Einfach schnipp schnapp, alle tot. Er ja echt eigentlich, ich muss ja sagen, er ist doch eigentlich gut drauf. Wieso denn ermordet, Alter? Die Ratten ermordet, oder ist ja, weißt du, wie ich meine? Ist ja kein Ermorden. So ein Dicker dabei. Da müssen wir echt aufpassen, dass ist das. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ist das der Dicke? Ein anderer Dicker? Der Dicke draußen jetzt schon, ne? Das muss ich ja gestehen. Schafft er den? Erledige ihn, Anno! Ich bin immer kampfbereit! Ja! Komm nur her! Heftig, Alter! Okay. Wir gehen trotzdem gucken, ne? Also sagen wir mal so, wir gucken uns die Umgebung auf jeden Fall an. Du Idiot. Er ist tot. Vorsicht! Ehrlich. Tot! Ach, mach ich Kleinholz! Bing. Darf er nochmal an Schädel trimmern? Das ist ein Problem.
Komm, wir gehen doch mal darum. Ist ja nicht so, als würden wir EP kriegen, wenn wir hier alles umschnibbeln. Oh. Was hat der denn dabei? Harz. Soll ich irgendwas herstellen? Doch, auf jeden Fall nicht. Was ist das? Von seiner Rüstung irgendwas, ne? Oh, guck mal hier, zack. If you know, you know. Hier los ist. Nom nom. Ganz schön viele Männer für ein paar Schmuggler. Der Graf ist ein Mann von Recht und Gesetz. Ein gottverdammtes Arschloch. Aber er hat sich irgendwo verkrochen, der Feigling. Du kannst ihn wohl nicht leiden. Ja, Snipe. Arno, schnapp ihn dir! Köpfen wir! Ja, ich mach kurze Prozess. Habe ich das Gefühl, der macht irgendwie jedes Mal neue Kampfmoves, ne? Also, da ist noch einer. Hallo. Was ist mit dir? Ist denn, dass du dumm bist oder so? Kann es sein? Er kommt her. Was du dumm bist, oder so? Gehört ganz dir, Arno. Ja, komm nur her. Könnt mal Schrottteile fallen lassen. Ich will meinen Scheiß hier für dich kriegen. Auch noch 40. Also 36 sogar nur, aber ja, auch die muss man ja erstmal bekommen, ne? Ja, okay, wir müssen hier durch. Hier wird's langsam schlimmer als in Guyenne. Wir kommen gut voran. Was macht der Kopf? Er hält. Ich mag deine neuen Haare. Mein Werk. Oh, bitte. Neue Angriffsfertigkeit, Erholung. Und Micha bleibt ruhig, wenn sie angegriffen wird und holt sich schneller von Treffern. Okay. Komm, hoch mit dir. Also kann man hier jetzt rein? Erinnerung. Komm, ja. Okay, und mehr war hier jetzt nicht.
eine Erinnerung. Naja, auch schön. Die Fackel brennt bestimmt auch schon seit Anbeginn der Uhrzeit. Also unten drunter, wir sehen, wenn wir den Feind. Er wird euch gegessen. Ja, gefällt mir. Und da sollten wir vielleicht nicht runter. Gerade. Oh. Oh no, du hast eine Abkürzung genommen. Ja. Ja, Fuchs. Mal da jetzt runter, ich weiß nicht wofür, aber sicher. Lampe aus. Wie ich sehe. Oh ne, doch nicht. Deine Männer sind auch nicht besser. Gesetzloses Pack alle zusammen. Typischer Söldner halt. Können wir hier laufen, ohne gefressen zu werden? Schade, ich habe gehofft, hier ist noch was, aber nee, ist leider nicht. Sondern wir kommen unserem Ziel gerade immer näher, ne? Nur noch mal erwähnen. Warum ich da rankomme. Ah,
Hanno, hier ist irgendwo einer. Wir müssen aufpassen. Das Wort sieht hier so groß aus. Wir haben trotzdem ein Problem. Gehört ganz dir, Hanno. Köpfen wir! Ja, ich mache kurzen Prozess. Lange Zeit ein Problem, ne? Erledige ihn, Anno! So. Ja. Das habe ich jetzt verstanden, aber komm ich jetzt da dran? Brauche halt irgendwas Feuermäßiges, oder? Die Wellen sind unheimlich. Das geht vorbei. Willkommen zu einer Insel. Laguna ist hübsch und sonnig. Ja, ich freue mich. Wir sind warum hat er denn so Angst vor Wellen? Der Balken ist auch relativ voll, wir müssen gucken, was wir damit aufhören. Ich probier's, was soll ich machen? Wenn nichts hilft, dann muss ich den hier machen. Oh oh. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Komm, nimm alles. Und jetzt weg hier. Oh Gott. Hab ich mir ein bisschen in die Hose gekackert. Wenn ich ehrlich bin. Kletter hoch. Okay, damit haben wir diesen Bereich fertig. Cool. Sieht sicher aus. Ja, sicher genug. Da ist es! Amicia! Können wir es schon mal ohne Sophia ansehen? Ich weiß nicht, Hugo. Ich zeig's ihm ruhig aus. Keine Furcht. Wir sind gleich hier. Lass die Ratten los, wenn er nicht nett ist. Ja. Es ist nicht lustig, wenn sie solche Sachen sagt. Aufmachen! Aufmachen! Hab dich! Das war's dann für dich! Der Graf braucht dich nicht lebend! Geht's dir gut? Nein. Wir haben uns kennengelernt und schon schulde ich dir was. Du schuldest mir gar nichts. Du machst nicht die Regeln. Na schön, wir könnten auch für den Anfang Freunde sein. Versuchen wir es. Aber am Ende wirst du mich auch töten wollen. So. Wieder bei Atem. Bereit zum Aufbruch? Mhm. Mal sehen, was sich machen lässt. Oh
Und? Ach komm, 15 noch. So, das ist also die Raskas? Die einzig wahre. Hoffentlich ist sie noch heil. Ich dachte, ich soll das Boot losmachen. Stand, macht das Boot los. Anno? Was wollte ich tun? Wo ist Hugo? Ich bin hier. Das ist so toll. Was machst du hier draußen? Rein mit dir. Du bist klatschnass. Ja, in die Kabine. Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. So, ich dachte, er macht es jetzt allein, aber er gedacht hat, immer los auf mir. Es ist ein Anker. Er soll verankern. Na, ja. Dann müssen wir das andersrum machen. Verwirrt, Freunde, das tut mir leid. Er hängt! Sophia, die haben den Anker blockiert! Dreckskerle! Geh zum Steg mit der Kurbel! Damit kann man die Kette bedienen! Scheiß ab! Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich sehe nach. Geht's dir so? Gut. Das Boot ist toll, die Kabine auch. Und hier, guck dir mal das ganze Zeug an. Wenn wir abgelegt haben. Wenn wir abgelegt haben, ja, ja. Ja, warte. Ist die Stange gebrochen? Nur verzogen. Die Rüpel müssen ihn über Sand gezerrt haben. Tut mir leid. Gibt Schlimmeres. Das Boot hat einiges erlebt. Ja, wie komme ich jetzt hier rüber? Und Mahlzeit. Guter Schuss. Alles klar. Sophia scheint dich nicht zu mögen. Das ändert sich wie der Wind. Aber ich hab was bei ihr gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. Ja, jetzt werden nur noch 10. Wird immer besser. Die Kette blockiert den Anker. Wir sind fast da. Bald sieht der Bruder Lacuna. Ich hoffe es. Ja! Sauberer Schuss! Lichten wir den Anker und segeln los! Er mag lichtet dich, den also Anker. Musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Dann sollten wir ihn hinbringen. Das werden wir. Warum bist du denn schon wieder draußen? Ja, geht es jetzt los? Hey, was habe ich gesagt? Zurück in die Kabine! Ja, Captain! Also dann zurück zum Anker. Nach Backbord. Na gut, ich zur auf der anderen Seite. Steuerbord. So, jetzt! Ja, wir schaffen es! Wir kommen hier rein! Oh, er ist ein bisschen kräftiger als die Liste. Guck mal, seine Seite ist schon oben. Was?
es aber. Sophia, komm! Was jetzt? Was ist das Problem? Mist! Die haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir's los! Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja, geh zum ja. Steg auf Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber lass das Segel heil. Mich verarschen? Dann wäre ich doch jetzt auch so rangekommen. Solltest dich vielleicht beeilen. Amicia, still! Amicia, wir segeln! Hörst du nicht? Wir segeln! Auf dem Meer! Wow! Ich bin ein Pirat! Sehnt sich denn eure ganze Familie nach dem Tod? Schon gut, ich hab dich ja. Nach Laguna! Kapitel 8. Ein Meer an Versprechen. Aber für euch nicht mehr in dieser Folge. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play A Plague Tale Requiem. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye.